Guten Morgen, Jungs. Morgen. Morgen. Hi. Nächste Woche starten noch die Camps, oder? Ja, genau. Ich habe ein paar Fragen an euch. Habt ihr Zeit? Ja, natürlich. Ja. Sag mal, Patze, was macht ihr eigentlich genau in den Camps? Also in den Camps machen wir verschiedene Sachen. Hauptsächlich natürlich Fußball. Wir lernen Tricks, wir lernen Tore schießen. Wir machen Mittagspause. Wir machen nach der Mittagspause noch kleine Quizrunden. Wir machen Abschlussspiele und ja, die Jungs lernen einfach mega viel, haben mega Spaß, rundum versorgt. Camp geht von 9 Uhr zu Beginn, also 9 Uhr dürfen die Kinder zum Starten gebracht werden. Starten tut dann wirklich das Training um 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Aber wer jetzt früher in die Arbeit muss, der kann natürlich auch, sollte uns Bescheid geben. Wir Trainer sind um kurz vor 19 da wir auch aufbauen müssen etc. Oh, wow. Und dann wäre das auch möglich. Ja. Das Camp ist geeignet für alle von 6 bis 14 Jahren. Eventuell können auch 5-Jährige dabei sein, das hatten wir auch schon öfters, wenn die das wirklich schon aushalten. Die können gerne sonst auch nur einen Halbtag dabei sein und dann halbtags abgeholt werden und sich dann da reinsteigern. Ist geeignet für Anfänger bis Vollprofi. Klasse. Und wir teilen es eben dann so in Gruppen ein, dass sie nach Leistungsstand und ungefährem Alter gemeinsam sind und jeder seinen Spaß hat. Wir haben Camps, die sind überall in ganz München verteilt und auch Umland. Wir haben ungefähr jede Woche über 20 Camps an verschiedenen Standorten. Da ist für jeden in der Nähe was dabei. Ja, am besten über unsere Homepage auf münchner-fußball-schule.de und dann nach Camps suchen. Die sind dann nach Wochen und nach Standorten aufgeteilt. Es reichen Turnschuhe, es reichen Hallenschuhe, solche Schuhe, mit denen er sich eben auf dem Rasen oder Kunstrasen bewegen kann, ohne auszurutschen. Und wie gesagt, es ist ja auch für Anfänger gedacht, es geht wirklich nur darum, den Fußball kennenzulernen, Spaß zu haben. Und wenn es ihm dann wirklich nach der Woche gefällt, wenn er sich im Fußballverein anmeldet oder in einem unserer Kurse, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Grundsätzlich ist es super, wenn ihr die Kinder schon am Morgen eincremt. Aber natürlich haben wir auch Sonnencreme dabei. Und wir werden schauen, dass vor allem vormittags und danach Mittagessen, dass wir den Kindern nochmal Sonnencreme geben, dass sie sich selber nochmal eincremen können. Dass wir auch schauen, dass sich keiner verbrennt. Wir haben immer ein Wirt da, also die Kids kriegen mittags immer eine warme Nachmittagsmahlzeit und bekommen auch oft Gemüse oder Obst auch nochmal dazu. Und guckt ihr auch auf Allergiker oder Vegetarier? Genau, das ist natürlich wichtig, dass wir immer vor dem Camp schon eine Info bekommen, ob die Kids Allergiker sind oder auch vegetarisch nur essen oder sogar vegan oder halt muslimische Gerichte, also kein Schweinefleisch. Ja, grundsätzlich wollen wir das nicht, weil wenn zwei beste Freunde zusammen sind, dann ist es Ärger pur. Nein, Spaß. Heißt, natürlich kommen die zusammen, wir fragen sie am ersten Tag, wer denn hier seine Spätzle sind, mit wem er unbedingt zusammen sein möchte. Wenn du keinen hast, ist kein Problem, du wirst ganz schnell welche finden. Wenn deine Spätzle dabei sind, kommst du natürlich mit denen in die Gruppe. Und solange ihr euch ordentlich aufhört, bleibt ihr auch in der Gruppe. Das haben wir auch öfter das Problem, aber dafür sind wir als Trainer natürlich da. Und in der Regel schaffen wir es auch gut, dass wir die Kinder wieder motivieren. Am besten den Kindern in der Früh sagen, dass die anderen Kinder auch ein bisschen müde sind und das ganz normal ist nach so viel Anstrengung. Aber vielleicht ein bisschen die positiven zeige und wir machen wieder Spiel und du lernst wieder so viel und die Trainer sind da und deine Freunde sind da und mit ein bisschen Aufmunterung und dann unserer Unterstützung kriegen wir es auf jeden Fall hin. Dann unbedingt auf uns zukommen, wenn irgendwas ist, sollte es in der Gruppe keinen Gefallen haben, sollte es zu schwer sein, dann motiviert die Kinder, animiert die Kinder, dass die erst zum Trainer kommen. Wir versuchen das zu klären. Sollte es wirklich sein, dass es in der Gruppe einfach nicht passt, können wir natürlich ein bisschen schieben und schauen, dass wir eine bessere geeignete Gruppe fürs Kind finden. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, schon schulbildende Profis. Also ich mache das, glaube ich, am Tag 200 Mal gefühlt. Von daher helfen den Kids natürlich und auch beim Mittagessen sind wir immer da und unterstützen die Kinder. Wenn die Kids noch ganz klein sind, schneiden wir dann natürlich auch das Essen mit den Jungs. Schön. Also wenn es regnet, sollten die Kids eigentlich immer Wechselklamotten und eine Regenjacke dabei haben. Solange es nur ein bisschen nieselt, trainieren wir natürlich weiter. Wir versuchen, dass die Kids dann natürlich trotzdem ganz normal weitermachen. Allerdings, wenn es jetzt extrem regnet oder gewittert und blitzt und donnert, dann gehen wir natürlich rein und schauen, dass die Kids nicht auf dem Platz sind, was natürlich ganz wichtig ist. Also als Mama auch Wechselklamotten mitgeben. Genau, Wechselklamotten sind super wichtig. Wenn es natürlich morgens regnet und die Kinder klatschnass sind, dann ist es natürlich schlecht, wenn sie in den nassen Klamotten dann beim Mittagessen und nachmittags da sitzen bzw. wieder trainieren müssen. Deshalb ist es immer gut, dass die Kids die Möglichkeit haben, nachmittags immer trockene Sachen anzuziehen. Und wenn es mal zu heiß wird? Wenn es zu heiß wird, machen wir ganz viele Schattenpausen, dann haben die Kids mehr Pause. Also wir dosieren dann das Training ein bisschen und schicken die immer wieder in Schatten und zum Trinken, dass sie nicht so eine hohe Belastung haben, weil mit der Sonne ist es natürlich brutal anstrengend. Ja, teilweise gibt es schon eigene Gruppen in dem Camp. Habe ich auch schon erlebt, dass in einem Camp mehr Mädels als Jungs drin waren.
was natürlich total cool ist. Wie gesagt, Fußball ist für jedermann, jeder Frau. Deswegen freuen wir uns auch über jedes fußballbegeisterte Mädchen, das dabei ist. Ja, wenn die Kids krank sind und Symptome zeigen, sollen sie bitte zu Hause bleiben, weil wir natürlich nicht sicher gehen können, ob sie den Virus haben oder nicht. Wenn das der Fall ist, bitte gleich zum Arzt gehen und sich auch mehr oder weniger krank schreiben lassen, beziehungsweise die Kinder, damit die Kids einfach dann nachholen können und einen Nachholtermin bekommen. Also das geht. Mein Kind kann dann einfach den Tag nachholen. Was halt wichtig ist, dass die Kids sich einen Attest holen, dass sie wirklich krank sind, damit wir natürlich sicher gehen können, dass er auch krank ist und nicht einfach dann zum Skifahren fährt oder so. Das ist so und ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Umgekehrt schnellstmöglich bitte an uns Bescheid geben. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass ihr kurzfristig in Urlaub fahrt, dann können wir das nicht gewährleisten. Dann gibt es leider keine Erstattung. Wenn es aber der Fall ist, dass ihr krank werdet, dass es irgendeinen familiären Notfall oder ähnliches gibt, dann wird natürlich das Camp gewährleistet. Wir schauen natürlich, dass die Kinder den Mindestabstand einhalten und dass die Kinder immer nur in der festen Gruppe trainieren. Dadurch können wir natürlich die Infektionsketten, falls wir einen Fall bekommen sollten, nachvollziehen. Dadurch, dass die Kinder nur in relativ kleinen Gruppen sind, ist das Risiko allerdings relativ gering. Sie gehen auch gestaffelt zum Mittagessen und wenn die Kids die Flaschen auffüllen müssen, geben sie ihre Flasche immer dem Trainer, dass nur der Trainer Kontakt mit den Bottichen und mit der Auffüllstation hat. Generell ist es natürlich immer möglich, die Eltern können sehr gerne zuschauen. Jetzt in der aktuellen Phase durch die Corona-Situation ist es ein bisschen schwierig, da wir die Eltern von den Vereinen aus nicht auf die Anlage lassen. Das heißt, du kannst gerne zuschauen, aber du müsstest halt außerhalb dann zuschauen. Das heißt, hinterm Zaun oder halt mit dem gewahrten Abstand, weil die Eltern leider nicht auf die Anlage dürfen. Also am Anfang kriegen die Kinder natürlich eine Erstausrüstung. Das heißt, sie bekommen immer ein Trikot, eine Cappy, eine Flasche und einen Gymbeutel, wo sie ihre Sachen dann reinpacken können. Dann am Ende der Woche gibt es dann zusätzlich nochmal eine kleine Besonderheit, aber das seht ihr dann erst nächste Woche. Aktuell gibt es für uns Gutscheine, klar, allerdings nur 10 Euro pro Gutschein. Aber natürlich sind die jetzt nicht nur für die Camps da, sondern auch für unser Fördertraining, für unsere Fußballkindergärten und so weiter und so fort. Auch Geschwisterrabatt machen wir. Das heißt, wenn der kleine Bruder, die kleine Schwester auch gerne reinschnuppern will, gerne mittrainieren will oder wir zu dritt sind oder zu viert sind, dann gibt es ab dem zweiten Kind natürlich einen kleinen Rabatt, der dann bei der Rechnung mit eingerechnet wird.